Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge God of War. Wir sind letzten hier stehen geblieben und zwar, da unten war ja etwas. Gucken, ob es richtig war. War es natürlich nicht. Okay, damit können wir die Truhe schon mal befreien. Okay, unser Junge steht ja auch natürlich hier. Der wurde ja letztens nicht mitgenommen, denn wir waren zu stark. Hexe, ich brauch dich. Okay, ohne die Hexe können wir dort nicht rein. Wartet mal. Kann das sein, dass dadurch ganz schnell die Dings weggeht? Ne, geht also nicht weg. Da müssen wir also doch links lang. Aber entweder dort lang oder dort lang. Ne, da können wir auch ohne die Hexe nicht hin. Schön, jetzt komme ich da vorne bei den Gegnern nicht mehr hin. Warum waren die dort im Gefängnis? Komisch. Okay, Atreus, komm mit. Oh Gott, ich brauche schon wieder die Hexe. Ne, Atreus, du hast ja auch diesen komischen Bogen. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Bestimmt, bestimmt. Also ich denke mal, die kann schon auf sich aufpassen, ne? Problem ist, Atreus hat doch dieses komische... Ja, okay, wir sollten ja erstmal Energie sammeln, bevor wir irgendwas machen können. Und zwar damit können wir noch nichts machen. Dafür braucht Atreus erstmal die Energie. Also müssen wir sofort weiter gucken. Irgendwo hier muss doch Energie sein. Da drüben sieht es doch schon mal sehr gut aus. Atreus, können wir da runter? Die blaue Tempeltür. Wir sind fast da. Aber der Brückenkristall ist noch mit dem Zeug bedeckt. Ja, ja, pass auf, pass auf. Dafür habe ich eine Lösung. Gut so. Wenn wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Wieso ist das jetzt wieder aktiv? Das ist ja komisch. Okay, also heißt es, wir müssen das Ding von den Ranken befreien. Komm mal, da oben können wir hoch, Atreus. Ja, Problem ist halt, wie? Nee, keine Ahnung. So, ach da, wir können klettern. Komm her. Komm, komm, komm. Wir müssen weiter. Ach, rechts geht's lang. Okay, wusste ich nicht. Und hoch. Jetzt müssen wir kämpfen, wetten wir? Hey! Jungs, ihr habt keine Chance, Mann. Leute, die lernen es nicht. Kann das sein? Oh, beste Combo ever. Irgendwas ist hier noch. Hey, komm hier runter. Was für eine feige Sau. Ja, du bist wenigstens nicht so feige. Er ist ein richtiger Krieger. Hier, Atreus. Halt die fest. Guter Junge. Jo, den haben wir halbiert, oder? Yes. Und noch einmal. Ha, das ist mein Junge. Oh, oh, shit. Okay, sein Kopf war mal dran. Gulen? Wie einer der Vergessenen. Da oben, du da oben. Seinen wunden Punkt. Da, 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 in der Mitte. Hä? Ah, da, da, da. Junge. Mach mal. Da, da, da. Da. Nein, nein, nein. Das können wir gegen ihn verwenden. Wie, was? Da, 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 da. Hä? Hast du Heilsutz gleich? Junge, ich sterbe. Ich sterbe. Ich sag's. Oh, shit. Nee, mir geht's. Ach doch, mir geht's sehr gut. Ja, 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 Atreus. Wie töten wir den? Das Ding können wir gegen ihn verwenden. Aber bloß wie? Hier, hier, hier. Nee. Ah, doch. Der stirbt doch so. Oh, shit. Aber ein Treffer, Junge. Ein Treffer und ich bin tot. Ah, nee, warte mal. Ich hab noch diesen komischen Stein bei mir. Lass, mach mal deine Brust auf. Flieh, mein Junge. Okay, warte mal. Zack. Nicht sterben. Gut so. Danke, mein Kleiner. Dankeschön. Okay. Ohne unseren Kleinen wären wir tot. Komm, mach auf. Ja, ich lauf schon. So, noch einmal. Na, come on. Jetzt nerv nicht. Yes. Da, 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 da. Yes. Ich drücke R3. Zack. Und. Yes. Das kriegst du wieder. No. Okay, er lebt noch, er lebt noch. Ja, 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 Junge, ich bin gleich tot. Wo ist meine Axt? Wo ist meine Axt? Wo ist meine Axt? Ich bin Rage Mode. Ich bin Rage Mode. Okay, Junge, ich muss mein Rage Mode erstmal wegkriegen. Los. Ich bin tot. Ich lebe noch. Das kriegst du jetzt, ne? Okay, er ist tot. So, dich mache ich Nahkampf fertig. Los, komm her, komm her. Ja, bye bye, Junge. So sieht's aus, mein Junge, ne?
Ha, das war gerade ein Kampf, Leute. Das war ein Kampf, ey. Das ging wirklich um Leben und Tod. Und auf jeden Fall war der Tod mit dabei. So. Halte Wache, Junge. Reduziert jeglichen Schaden durch Angriff von Dunkelalben um 12%, maximal 36%. Nutzen wir aber noch nicht. Ich glaube, die schwarze Magie, die treffen wir jetzt eh noch nicht. Und deswegen lassen wir das erstmal. So, Junge, hier noch eine Truhe. Wir finden so viele Truhen, ey. Wir müssen doch irgendwann mal bald alles haben. Ein schnell rotierender Nahkampfangel, der Umstöße erfasst einen erheblichen Schaden. Okay, zeig mal. Warte mal, Leute, das ist... Probieren wir mal aus. Es scheint eventuell gut zu sein. Warte, wir konnten das sogar verbessern, aber ich... Warte mal, ich probiere mal aus. Ja doch, Leute, das können wir... Hier, hier. Zack. Ich sehe etwas. Du frierst dir zuerst ein. Ja, ich zerreiß es gerade. Ha. Yes. Ja, wir haben ihn wieder da. Suchen wir einen Weg nach oben. Warte, Junge, nein, 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 nein. Hier befindet sich ja. Hoch zur Ringtempelbrücke. Okay, guck mal hier, Energie hätte ich fast da gelassen. Obwohl ich schon volle Energie habe, aber ist egal. Okay, wenn wir jetzt ja alles erreicht haben, dann heißt es... Guck mal, links können wir lang. Atreus, Atreus. Du noch viel lernen müssen. Guck mal hier, hier hätten wir ein Geheimnis liegen lassen. Was ist denn das? Kriegsbeute. Hier, guck mal, EP habe ich gefunden. Plus 11. Und Albenartefakte. Können wir es wieder verkaufen? Warte mal, 3 von 6. Okay, die haben wir gefunden. Ne? Die anderen Artefakte habe ich ja alle verkauft. Oh, Junge, guck mal. Offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Könnte... Nee, warte, ich will aber nicht nach oben. Ich will eigentlich dahin. Aber wir können natürlich auch nach oben. Wir gucken uns kurz hier um, Leute. Ich muss kurz nochmal zurück. So, Leute, hier war jetzt auf jeden Fall nichts. Deswegen gehen wir hoch. So, Kinder, ihr bleibt auf jeden Fall in euren Käfigen, okay? Ihr seid nicht umsonst da drin, ja, ja. Aber das ist eine Truhe, also heißt es, wir kommen noch dahin. Wo, hä? Ich habe gedacht, wir können nur eine Etage hoch. Und jetzt gehen wir ganz, ganz, ganz nach oben. Oh, oh. Die blaue Tür, wir sind da. Echt? Den Tempel betreten? Oh Gott. Ihr wisst, was das... Hä, aber wie kriege ich die ganzen Truhen? Also heißt es, ich komme noch mal dahin. Oi, oi, oi. Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Ringtempel. Ja, Junge, glaubst du ich? Atreus, wirklich, das ist halt... Die Tür. Da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Nee, einen anderen Weg in den Tempel finden. Wieso? Hier, einfach aufreißen. Kratos. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Nee, Atreus, es will nicht geöffnet werden. Warte mal, wir können jetzt dorthin. Ich hasse es. Ich hasse es. Immer zwei Wege. Für welchen entscheidet man sich? Man weiß es nicht. Sindri? Sindri, mein hey, Junge. Was ist hey, los, Sindri? Boy? Siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich hab... Wow, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Kurz und knapp. Ja. Ja. Was spricht dich an? So, jetzt müssen wir gucken, wie wir was verbessern. Leute, wir können nichts verbessern. Wieder gar nichts. Nur eine Ausrede, um Hallo zu sagen. Nein, erwartet mal. Aber wir könnten doch Auferstehungssteine kaufen. Wie gesagt, eben gerade haben wir ihn benötigt und das hat unser Leben gerettet, sonst hätten wir alles wieder von neu machen müssen. Und ja, nee, Sindir, das war's eigentlich. Oh, eine Tafel, Junge. Hier, Junge, noch eins. Erzähl mal. Hier ist eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Und? Sie hatte Vision. Okay, und weiter? Wollte Odin ihr Buch? Wo ist Odin? Wo ist er? Ich erkenne ihn nicht mit seiner Augenklappe. Ne, hat er eine Augenklappe? Ich weiß es nicht. In Thor hat er doch eine Augenklappe gehabt, oder? Odin ist doch Thors Vater, oder? Ich glaube, da liege ich richtig. So, okay. Sindir hatte nichts für uns. Wartet, warte. Zurück. Wir gehen als erstes andere Seite, weil ich glaube, da müssen wir rein. Oder eher gesagt, da kommen wir rein. Okay, wir müssen wirklich rechts lang. Atreus, komm mal mit. Denn ich bin mir hundertprozentig sicher. Wir müssen dort lang. Aber wie gesagt, ich kann mich auch täuschen.
Nee, mehr ich glaub... von diesen Glocken. In der Nähe muss eine Nordentruhe sein. Ja, da drinne. Ich hab sie gesehen. Ja, scheiße, aber wie gesagt, ich glaub, ich... Oh. Easy. Junge, das ist doch kein Rätsel für mich. Aber da... Einmal... Da, ganz flockig. Und einmal... Glocke? Wo ist sie an? Ah, da! So, da einmal. Dann da einmal. Und... Na toll, ich treffe sie natürlich nicht. Yes! Hat's doch geklappt? Yes! Okay, Leute. Kein Rätsel ist schwer für uns. Wir schaffen alles. Gemeinsam schaffen wir es. Und Horn, Ragebot? Okay, das kennen wir ja natürlich. So, Atreus, guck. So schnell ist das. Noch nicht mal eine Minute hier verbracht und alles erledigt. Okay, also müssen wir wirklich durch die Höhle durch. Siehst du, man erkennt manchmal, ob man wirklich da lang muss oder dort lang muss. Aber manchmal gibt es Wege, wo man es nicht weiß. Wo sie genau gleich aussehen. Okay, Sindir, bis zum nächsten Mal, okay? Du kannst mir halt nichts liefern. Okay, Kleiner, pass auf. Wir sind gleich drin, okay? Wir brauchen die Tür nicht. Okay. Musik, ich höre Musik. Wir sind drin. Ja. Brrr, lass mal, Junge. Das ist der Penner schon wieder. Der kriegte... Warte mal. Den haben wir doch getötet. Oder war das nicht so? Okay, wartet mal. Können wir da jetzt... Nee, wartet. Die wohl verbunden sind. Hä? Ganz knapp. Yes! Was? Das war nicht gut genug. Okay, also befindet sich da noch einer. Komm her. Hachikaku! Oh! Glaubt ihr, das macht mir was aus? Komm her, ich hab noch was für euch. Zack, zack, zack. Ist das nicht schön? Ja. Los, mein Junge. Gut so, gut so. Holy shit! So, Kleiner, bye bye. Kopf ab. Nee, Füße weg. Hey! Ach, schade, ich wollte ihn gerade auseinanderreißen. Oh, guck mal, da versteckt sich ja einer. Oh, du kleine feige Sau. Yes! Und? Nahkampf. Los, komm, zeig mal. So, das kriegt er. Und nochmal Speer runtergezogen. Jetzt reißt den Speer auf. Genau, und schmeißt ihn weg. Okay, macht er doch nicht. Okay, das macht er also im Nahkampf. Axt wieder her. Jetzt müssen wir kurz begutachten. Du musst noch viel lernen. Ah, hier. Okay, warte mal. Was haben wir hier? Hacksilber? Ja, nice. Wir können ja nie genug kriegen. Okay, die haben jetzt nichts. So, jetzt ist die Frage. Wir können die zwei... Ach hier, drei Stück sind da. Ja, easy. Leute, das ist wirklich nicht schwer für uns, oder? Ich glaube nicht. So, bitte den Apfel. Dann haben wir volle Energie. Also noch mehr Energie. Weicher Schlaudalab. Okay, davon haben wir eigentlich doch schon genug. Oder eher gesagt, die Rüstung haben wir doch schon. So, Atreus, hier oben ist noch etwas. Pass auf. Gut so. Oh, da drüben sind wieder diese komischen. Zack, weg. Weg mit euch. No chance. Was willst du denn schon wieder? Yes. Und das kriegst du auch noch. Fliegende Viecher, ihr könnt auch was abkriegen. Okay. Leute, diese Attacken, die haben echt keine lange Abklingzeit, oder? Kommt mir gerade so vor. Oder sehe ich das gerade nur so? So, weg mit dir. Irgendeiner spuckt hier noch. Na. Okay, ich bin in Dunkelheit gehüllt. Aber es sieht nice aus. Oh, will er unsichtbar sein? Ich kann ihn nicht attackieren. So. Ha. Aufgedeckt. So. Jetzt werden wir weiterhin nicht gestört. Okay, können wir das jetzt kaputt machen? Nö. Wow. Nö. Was denn? Das ist mal beeindruckend. Das hier? Und die Schlange hast du vorhin nicht beobachtet, ne? In der vorletzten Folge, also vorvorletzten Folge. Ja, die Schlange saß ja einfach nur da. Ihr habt euch ganz nett unterhalten, ne? Aber naja, die Schlange lag einfach nur da. Ist ja nichts Besonderes. Okay, das können wir wirklich nicht aufmachen, also müssen wir rüber. Oh Mann, vielleicht finden wir hier noch etwas. Oder auch nicht. Nee. Hier wird geflüstert. Nicht mit uns. Komm, Kleiner, komm mit. Stimmt, was mir gerade auffällt,
Ihr hattet ja schon mal reingeschrieben, dass wir die richtigen Raben nicht töten müssen. Aber diese leuchtenden, diese Odinsraben oder wie die auch heißen, was ich bemerkt habe, ich habe die ganze Zeit noch keinen mehr gesehen. Schon die ganze Zeit nicht mehr. Müssen wir wirklich darunter? Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Oh oh, Geist, du musst abhauen. Da, noch ein Lichtalb. Was macht er? Oh nein! Nein! Wieso töten sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Ja, und unsere Wahl ist es, die zu vernichten. Was anderes sehe ich nicht. Die töten Unschuldige. So, ihr kleinen Mistviecher. Pech gehabt. Zack. Was tötest du, diese kleine Leiche? Hä? Junge, Junge, Junge. Lern mal. So, und? Oh, ich habe ihn sogar getroffen. Komm. Okay, den habe ich nicht erwischt. Zack. So, die beiden erstmal. Schöne Treffer kassiert. Atreus, hast du mich gerade geschlagen? Leute, hat Atreus mich gerade geschlagen? Oder sah das gerade nur so aus? Der will mich ausspieksen. Junge, ist doch gut. Zack. Wie, du heilst mich gleich oder heilst dich gleich? Und was ist mit mir? Okay, den habe ich nicht erwischt. So, jetzt aber. Zack, zack. Und. Hey! Ich habe gedacht, ich hätte ihn getroffen so. So, das habe ich aber jetzt. Nice. Aufsammeln. Aufsammeln. Das Licht ist nahe. Such einen Weg hinein. Das hier natürlich. Ja, ich wusste es doch. Ich habe mich gerade gewundert, warum das nicht kaputt geht. Okay, Kratos, los! Hat so eine geile Stimme. Das hat geholfen. Ja, mehr Lichtbrücken. Also fehlen jetzt noch zwei Folge Stück. Folge mir. Folge mir, aber als erstes das kaputte machen. Gut so. Okay, also wirklich darüber? Wirklich, wirklich? Ja, wirklich, wirklich. Da befindet sich nichts. Links. Nachbarin! Ja, warte mal. Okay, hier können wir wirklich nicht lang. Das können wir nicht aufmachen. Also müssen wir hier lang. Da, Vorsicht! Ja, alles. Junge, das sind nur kleine Mistviecher. Das ist wie kleine Maden. Zack und... Yes! Perfekt getroffen, aber der ist nicht gestorben, oder? Dankeschön. So, die Axt leuchtet jetzt erstmal. Da können wir nicht drüber. Kommen wir aber gleich. Och, die schon wieder, ey. Come on. Leute, ihr habt keine Chance. Null Chancen. So, und... Yes! Okay, er hat volle Power abgekriegt und... Was, er lebt noch? Okay. Hä? Ich dachte, das wär's gewesen. Komm, bleib mal ruhig. Bleib mal auf dem Teppich. Oh, Atreus, kommst du klar? Ja, ne? So, den jetzt erstmal kaputt machen. Gut so. Oh, Atreus, du hast ihn nicht getötet? Kleiner. Training. Training ist alles. So, das wieder. Oh, der sieht hübsch aus, oder? Hübsche blaue Augen hat sie. So, das kaputt machen. Gut so. So, jetzt müssen wir das natürlich wieder durchreißen. Ganz schnell drücken. Ist ja kein Thema. Und. Gut so. Okay, weiter geht's. Hier sind wir jetzt auch fertig. Jetzt fehlt da nur noch einer, oder? Du stellst alle Wege wieder her. Nee. Uns fehlt gar keine mehr. Cool. Aber ja, Atreus. Ich stelle alle Wege wieder her. Guck mal, da ist ein Hundekopf. Vielleicht treffen wir jetzt gleich noch einen Köter. Cool. Sind wir gleich ganz oben? Leute, wir sind da. Oder? Täusche ich mich jetzt? Oh, no way. Ist das wieder ein kleiner Rätsel? Wie soll ich die denn alle gleichzeitig treffen? Warte mal, wir gehen jetzt erstmal dahin. In den Stock einbrechen. Ja. Das sieht zu schwer aus. Vielleicht finden wir das Licht noch woanders. Schau mal sehen, die beiden. Okay, schau mal, falsch. Ich glaube, wir müssen irgendwie eine Kombination treffen. Die beiden? Okay, die bleiben auch nicht da. Siehst du, ist zu schwierig. Wir sollten gehen. Noch nicht. Junge, du gibst schnell auf. Nee, wartet mal. Guck mal, wir können hier aus... Nee, Leute, da muss ich jetzt echt überlegen. Ich glaube, ich muss hier mehrere Varianten ausprobieren.
Oh, shit. Hä? Leute, okay, pass auf. Ihr müsst die als erstes treffen. Jetzt müssen wir die hier machen. Ah, easy, Leute. Keiner kann uns hier fertig machen. So, jetzt müssen wir hier das so machen. Und dann haben wir alle. Wir müssen immer drei Stück treffen. Okay. Atreus hat nicht an mich geglaubt, aber Kratos hat nicht aufgegeben. So, kommen wir jetzt rein? Komm. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Oh Gott. Ist da jetzt wer? Komischer Eingang, ne? Wer das wohl gebaut hat? Sind wir jetzt ein Biest? Sei wachsam und bleib bei mir. Wir werden beobachtet. Okay, Junge, wir müssen weiter. Da! Sie krabbeln. Sind wir echt im Nest drin? Sag mal, wenn wir es zum Licht schaffen, wie kriegen wir es dann in den Bifrost? Die Hexe meinte, wir sollen reingehen. Hat sie? Als sie aus dieser Welt gerissen wurde. Oh, habe ich das verpasst? Hier war ihre Sicherheit wichtiger als unser Ziel. Oh, Junge! Alter! Still! Ich hab ihn! Dein Messer, Junge! Boah, gut gemacht, Atreus! Boah, für Alter! Damit rechnet man gar nicht! Das war knapp! Ein bisschen. Ah, ich hab sein Maul festgehalten. Das werde ich. So, wir müssen echt ruhig sein. Wir müssen wirklich ruhig sein. Das ist nicht der Einzige, der sich hier befindet. Vielleicht vor uns jetzt noch? Oh, nee. Das ist so klebrig. Ja, es sind Wespen. Ich sag doch, es sind Insekten. Gina Luna! Gina Luna, na, na, na! Zurück! Das Licht! Ja, wir sind fast am Ziel. Aber wir müssen aufpassen. Verstanden? Klar. Licht von Alfenheim. Da sind sehr viele Insekten dran. Sehr, sehr viele. Leute, schaut euch das an. Der Baum voller Insekten. Den Stock zerstören und das Licht mitnehmen. Leute, also, ich weiß zwar nicht, wie viele es sind, aber wenn wir die, Oh Gott. Okay, wir können da nicht hin. Die befinden sich nicht überall. Okay, wir müssen also ins Licht reingehen. Unsere Axt haben wir. Muss ich das jetzt kaputt machen? Wenn es fällt, sei bereit. Wir müssen schnell sein. Ist gut. Oh Gott. Okay. Oh, jetzt bin ich gespannt, Leute. Drückt uns die Daumen. Spring, Junge. Ja. Pass auf! Da sind sie. Bleib hinter mir und schütze unsere Flanke. Jawohl! Ha! Kommt alle her! Yes! Schwächlinge! Oh, Atreus, das sind Schwächlinge! Dich schaffen wir, okay, rechts lang. Komm her! Komm her, Junge! Komm! Nein, ist kein Problem! Komm! Ich hab keine Zeit! Ich mache uns den Weg frei! Ja, auf jeden Fall! Leute, wie viele! Oh! Verkürze die Zeit zwischen deinen Schüssen! Mit Präzision! Nein! Es sind viele Ziele! Ein schmaler Weg gleich durch. Komm her, Kleiner, komm her! Komm her! Leute! Eine Riesenarmee! Okay, wir müssen schnell! Wir haben's geschafft! Atreus, kümmere dich um die restlichen! Alter, wie viele waren das? Komm! Los! Ja! Junge! Bist du verletzt? Nein! Wow! Es ist wunderschön! Das Licht! Es lässt den ganzen Tempel erscheinen! Es ist die Quelle von allem! Hey! Es singt! Ich höre sie! Ich hab's dir doch gesagt!
Ist sie denn da drin? Das hat wehgetan. Als würde meine Hand brennen. Bleib hier. Aber ich Bleib will... hier. Setz sie nur im Notfall ein. Du gibst mir deine Axt? Ich lass dich meine Axt halten. Sie ist kein Geschenk. Trotzdem. Was ist das? Faye? Faye? Ich komme! Du musst zurückkommen. Du hast mich allein gelassen. Atreus? Allein mit ihm. Atreus! Oh, das hat sich irgendwie traurig angehört. Leute, ich hab voll die Gänsehaut. Sehen wir jetzt... Immer geht er fort. Nie ist er hier. Er will mich nicht und wird es nie tun. Oh, wir sind schon ein mieser Vater, oder? Aber wir können es noch ändern. Faye. Bitte. Sehen wir jetzt echt Faye? Oh Gott, Leute, haltet euch fest. Ich kenne ihn nicht und er kennt mich nicht. Er will es gar nicht. Ich bin stark. Ich bin schlau. Ich bin nicht das, wofür er mich hält. Ich bin nicht dumm. Das habe ich auch nie gesagt. Oh. Er spricht nicht mit mir, bringt mir nichts bei. Er hätte es sein sollen. Hörst du mich? Er, nicht du. Nein, das kann nicht echt sein. Er hätte mir doch niemals den Tod gewünscht, oder? Aber ich meine das nicht so. Ich habe ihn doch lieb. Ich wünschte, er wäre besser zu mir. Guter Junge. Er kann es doch sein. Leute, das ist heftig, was wir jetzt gerade als Vater erfahren. Wenn er es versucht, dann ich auch. Aber wenn nicht, bitte komm zurück. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Junge, sie ist in deinem Herzen. Sie passt auf dich auf, okay? Sie ist wirklich noch da. Traurig. Okay. Wo bringt uns Faye hin? Oder eher gesagt, was möchte sie von uns? Faye! Komm zurück! Nein! Nein! Was hast du getan? Warum hast du das gemacht? Ich musste es tun! Du warst gefangen! Ich hab gewartet und gewartet, aber du kamst nicht zurück! Also zog ich dich raus! Junge! Ich war nur einen Moment. Fort. Nein! Du warst sehr, sehr lange fort. Ich wusste nicht weiter. Du hast mich verlassen. Mal wieder. Bin ich dir egal? Ich. Das ist unmöglich. Wir sollten gehen, bevor die zurückkommen. Ich hoffe, du hast, was du brauchst. Ja. Boah, Leute. Der Ausgang. Aber das ist kein Licht für eine Brücke. Wir sitzen fest und die Bogensinne der Hexe ist nutzlos. Nein, wir müssen das erstmal suchen. Leute, ich habe meinen Jungen echt allein gelassen. Oh, das tut mir jetzt echt leid für Atreus. Oh mein Gott, ich muss das wirklich gut machen. Leute, auf jeden Fall war es das erstmal wieder von der weiteren Folge God of War. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich hoffe,
Kratos lässt sich irgendwas einfallen. Wir machen das schon. Naja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal.